Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und wir haben heute, was heißt wir? Ich sag jedes, ich bin immer noch alleine, für immer wahrscheinlich. Ich habe euch heute was Neues mitgebracht, was es so in diesem Rahmen noch nicht auf meinem Kanal gab. Und zwar öffne ich heute die Foot Champions Belohnungen für euch und zwar sind es Elite 1 Belohnungen. Diesen Account habe ich von einem Freund bekommen. Also, er spielt anscheinend richtig gut genug. Ja, viel, viel besser als ich. Ich habe gar nicht gespielt diese Woche. Also, ich darf seine Packs heute öffnen und das heißt, wir holen uns jetzt erstmal die Belohnungen ab. Er hat mir gesagt, weil er eigentlich so ein guter Spieler ist, hatte mal Bock, gegen ein paar Abonnenten von mir zu spielen. Also, sein Gamertag ist unten in der Beschreibung. Ihr könnt ihn gerne alle mal adden oder schreibt mir eine Nachricht, dass ihr gerne gegen ihn spielen wollt. Und dann könnt ihr euch ja mal gerne mit ihm messen. Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr so gegen ihn abschneiden werdet. Also, wir gehen jetzt auf Foot Champions, holen uns erstmal die Belohnung ab. Schaut euch diese dicken Dinger hier an. Wir kriegen einmal die Foot Champions Weekend League Belohnungen. Das heißt, zwei Team of the Week, Premium Team of the Week Sets und zwei 100k-Set plus 125 Coins. Also, wenn man so gut ist, dann hat man eigentlich echt schon ausgesorgt. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt verdammt Bock, die Packs zu öffnen. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitter followt, followt mir gerne mal auf Twitter. Ist alles in der Beschreibung. Dort seht ihr auch immer so live irgendwie meinen Fortschritt, wenn ich Weekend League spiele. Ich versuche auf jeden Fall diese Woche Weekend League zu spielen. Und mich würde sehr freuen, wenn ihr dem Video, dem Erspieler, einfach mal den Daumen nach oben heute auf dem Video da lasst. Würde mich wirklich sehr freuen. Und dann geht's jetzt in die Packs. Ich habe verdammt Bock. Ich meine, 126.000 Coins, zwei Premium Team of the Week Packs und dazu noch zwei 100k Packs. Das Ziel ist natürlich heute, ich zeig's euch erstmal. Das ist das Ziel heute. Wir haben in Form Aubameyang, wir haben in Form Bale, wir haben in Form den Besten aus der ganzen Woche, Salomon Kalou. Das ist natürlich das Ziel, einen von beiden zu ziehen. Oder auch Pjanic wäre auch nice oder Salah. Also das Ziel liegt heute ganz klar auf Aubameyang und Bale. Ganz ehrlich, wenn wir einen von den beiden heute ziehen, dann ist auf jeden Fall ausgesorgt für den Rest des Jahres. Das ist das neue Team der Woche, was gestern rausgekommen ist. Ich nehme das jetzt gerade in der Nacht auf, weil die Rewards immer eben erst nachts kommen. Und dann geht es jetzt ins erste 100k Pack und das wäre so nice, wenn wir wenigstens einen Walkout. Gibt es einen Walkout? In, ja, Bale ist natürlich Walkout, aber Aubameyang weiß nicht. Also, wir gehen jetzt ins erste 100k Pack. Wir öffnen jetzt die Packs und los geht's. Walkout, es lädt lange, es lädt lange, es hat lange geladen. Ja, weiß, wer ist es? Walkout, Spahn, Deutschland, Neuer, Manuel Neuer im 100k. Ich darf nicht so laut sein, weil es ist so spät. Nachbar, wir kriegen einen Walkout im 100k-Set und es ist 92er Manuel Neuer. Let's go. Was ist noch in dem Pack? Bin ich jetzt nicht. Oh. Und Alter und Gustavo Movember. Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Gustavo viel wert? Okay, nein. Es ist so crazy, ne? Ich darf das hier nicht mal behalten. Also, das geht ja natürlich alles an ihn. Aber ich freue mich trotzdem so, als ob ich gerade, keine Ahnung, eine AMGG-Klasse gewonnen hätte. Also, wie viel ist Neuer wert? Neuer hat einen Marktwert von über 180.000 Coins. Get in, son. Das ist goddamn nice. Leute, alles in den Verein. Ich muss erstmal einen Schluck trinken und runterkommen. Ich habe ja eigentlich gehofft, wir können immer besser jedes Pack wählen, weil die Premium Team of the Week Packs am Ende noch kommen. Aber ob wir dieses 100k Pack jetzt nochmal toppen können. Also, dieser weiße Flair heißt, glaube ich, immer der da gerade war. Da ist da echt ein November oder sowas drin. Ich weiß nicht genau. Wir machen jetzt das zweite 100k Pack auf und es lädt leider nicht so lange. Wir kriegen trotzdem einen großen Flair und es ist... Ja, Mann, im zweiten 100k-Set schon wieder ein deutscher Keeper, aber nicht ganz so geil wie das erste Pack. Sonst ist in dem Pack noch drin Nainggolan, 60k Easy XP nochmal aus diesem Pack, glaube ich, geholt. Nainggolan bestimmt mindestens 50k wert. Ja, 46.000, also ist auf jeden Fall ein ahnbares Pack an sich dafür, dass sonst so Fährmann drin ist. Und sonst haben wir noch wirklich einen hier Dreier, gleich mal Dreier BVB und sonst eigentlich nichts Besonderes, Großartiges. Nochmal Zuma und Oscar als Duplikat. Kommen jetzt mal auf die Transferliste. Die anderen beiden in den Club, die anderen alle hier. Und Freunde, jetzt ist es soweit. Jetzt geht es an zwei Premium Team of the Week Packs. Wenn ihr hyped seid, genauso wie ich, dann
möchte ich euch jetzt, dass ihr alle, na, alle, komm. Wir stehen jetzt auf und machen dieses Pack auf. Leute, ich gehe jetzt hier auf alles. Ich will ein mega geiles Foot Champions erstes Pack und es lehnt leider nicht lange. Scheiße, aber zwei große Flares. Zwei Zala. Hier ist 86er Zala in Form. Let's go. Und es waren zwei, okay, klar, ja, ist ja irgendwie logisch, dass zwei big, große Flares drin sind, weil da natürlich gute Spieler drin sind und sonst haben wir noch in dem Pack Forsberg und Budebus. Immerhin. Um nochmal kurz festzuhalten, wir haben mit Neuer schon, wie viel waren das, 200k ungefähr rausgeholt. Nochmal hier gerade 150 mit Salah sind schon mal 350k. Das ist auf jeden Fall ein gutes Pack. Und dann nochmal 50k mit Salah. Also wir sind schon, glaube ich, 400k oder sowas gelandet. Ich bin mir nicht sicher. Es lohnt sich wirklich, die Weekend League zu spielen. Und dann machen wir jetzt unser letztes Pack auf. Das letzte Premium Team of the Week Pack. Und es lädt nicht lange. Das heißt, wir kriegen kein Bale. Oder auch keinen. Ah, wir kriegen kein Bale. Oder Aubameyang. Wir haben 84er Roberto Firmino im Pack. Ist trotzdem, weil er Premier League Spieler ist, an sich nicht schlecht. Sonst haben wir noch Vogt und, Ron Kaglia drin. Aber immerhin, tut mir ein bisschen leid, Kaiser. Es tut mir leid, dass ich nicht für dich leider Bale oder Auba ziehen konnten. Aber du kriegst hier trotzdem 150 saftige K raus für Roberto Firmino. Leute, es hat mir heute so viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach da oben da und schaut mal in der Beschreibung vorbei. Dort ist der Gamertag von Kaiser drin. Also schreibt ihn gerne mal auf PSN, wenn ihr gegen ihn spielen wollt. Oder schickt ihm eine Freundesanfrage. Und dann geht es jetzt hier noch zu meiner Seite. Zum letzten Video und zu einem random Video. Wenn es euch gefallen hat, abonniert natürlich gerne diesen Channel. Und dann bin ich jetzt raus und übergebe mir da kommen halt wieder direkt zurück. Und dann noch ein Wort. Haut rein.